So, weiter geht's mit der zweiten Lektion. Wir schauen uns jetzt die Menüleiste an. Im letzten Video haben wir damit aufgehört, haben uns ein bisschen die Oberfläche in Alpen angeschaut und jetzt geht es etwas in die Tiefe, was die Oberfläche angeht. Wir hatten einmal über den kleinen schwarzen Pfeil die Menüleiste eingeblendet. Das ist jetzt diese Leiste, die jetzt hier auftaucht. Die sollten Sie auch, denke ich, immer anschalten. Denn in der Menüleiste befinden sich letztendlich alle Funktionen, die teilweise auch versteckt sind und nicht in den Actionbar oder Paletten hinterlegt sind. Über Datei sehen Sie ähnlich, es ist fast der gleiche, das gleiche Fenster, die Shortcut-Leiste oben. Und über Datei können Sie ebenfalls neue Projekte anlegen, die zuletzt geöffneten auch wiederum öffnen, importieren, exportieren. Das ist fast das gleiche, beziehungsweise das identische Fenster wie über diese Schnellanwahl. Interessant wird es dann eher im Bereich Bearbeiten. Dort haben Sie jetzt, wie gesagt, weitere Funktionen, Drehen, Kopieren, Spiegeln, Befehle, die aber auch, wie gesagt, hier in der Actionbar hinterlegt sind. Das heißt, die müssen Sie nicht unbedingt benutzen. Interessant hier, ein Befehl vielleicht kopieren und einfügen an Originalposition, was derzeit aber noch ausgegraut ist, weil wir haben noch nichts kopiert. Bedeutet, Sie kopieren etwas und können es auf einem anderen Teilbild an der gleichen Position absetzen. Über die Ansichten gibt es zwei, drei nette Befehle. Das wäre einmal die gedrehte Grundrissdarstellung, die wir später auch anwenden werden. Und ganz wichtig, falls Sie Ihre Oberfläche zerschießen sollten, oder aus Versehen irgendwo drauf geklickt haben und Sie haben was verstellt, dann können Sie immer über die Ansicht, Standardkonfiguration und nochmals auf die Actionbar klicken. Dann wird nämlich einmal die Oberfläche zurückgesetzt. Ich will es einmal kurz demonstrieren. Ich habe jetzt hier die Palette zum Beispiel verschoben oder die Actionbar rausgezogen. Dann können Sie immer über diesen kleinen schwarzen Pfeil die Menüleiste einblenden. Und dort über Ansicht, Standardkonfiguration nochmal auf die Actionbar-Konfiguration klicken und haben quasi einmal dann die Standardoberfläche. Das Ganze ziehe ich hier einmal kurz auf, damit ich auch die Palette deutlich erkenne. So, wichtig ist auch zu verstehen, dass wenn Sie die Oberfläche zurücksetzen, auch die Menüleiste hier wieder zurückgesetzt wird. Also die müssten Sie auch dann nochmal einmal kurz starten. Über Einfügen können Sie nachher hier Pixelflächen, also einfach Bilder, JPEGs oder PNGs einfügen. Formateinstellungen werden wir direkt über die Funktionen anwählen. Bedeutet, sobald ich einen Befehl starte, kann ich trotzdem die Stiftstärke, die Strichart, die Linienfarbe und so weiter einstellen. Das brauchen Sie nicht hier drüber einstellen. Über die Extras etwas messen, also eine Strecke messen oder eine Fläche ausmessen, geht über die Funktionen hier. Aber das Ganze haben wir auch hier einmal in der Actionbar. Erzeugen, das sind die Erzeugen-Befehle, und weitere Funktionen, die wie gesagt nicht unbedingt in der Actionbar hinterlegt sind oder schwer zu finden sind. Über Ändern das gleiche. Das sind die Ändern-Befehle, also jeder Erzeugen-Befehl, also jede Linie, die ich erzeuge, hat auch einen Befehl zum Ändern. Ich kann zum Beispiel zwei Linien verschneiden. Diese Funktion werde ich Ihnen aber auch dann im Laufe der Schulungsvideos zeigen. Wiederholen, ähnlich wie die Funktion in der Titelleiste. Das ist der gleiche Befehl, nur in der Menüleiste vielleicht ein bisschen einfacher beschrieben. Und ebenfalls einmal die Fenster, die Sie hier auch in der Titelleiste hinterlegt haben. Über das Fragezeichen, über die Allplanhilfe, die Sie auch oben rechts haben, können Sie, wie gesagt, die Hilfe einmal starten und sich Hilfe zu Allplan holen. Der Begrüßungsdialog, den Sie in dem ersten Video gesehen haben, wenn ich den jetzt auch hier drüber wieder einschalte, könnte ich ihm auch sagen, nee, ich will dich doch noch jedes Mal sehen, sobald ich Allplan starte und den Haken nochmal reinsetze. Okay. So viel zur Menüleiste und wir sehen uns dann im nächsten Video.